Willkommen zurück zu Desi Epoch Generous und ich bin noch 500, knapp 459 Meter von meinem Zuhause entfernt und bin sehe einen Heli da stehen. Entweder hat da einer gebaut und ich habe gerade mal im Chat angefragt, ob jemand Deutsches noch da ist. Scheint nicht so zu sein. Ich glaube jetzt nicht, dass der Heli einfach hier so gespawnt ist. Ich denke mal, der ist abgeschlossen. Fahrzeug reparieren. Ja, Fahrzeug abgeschlossen. Okay. Der, mit dem ich vorhin da, der auf Deutsch gefragt hat, das war anscheinend doch nicht der... Der Hurus. Ich habe ja gerade gefragt, ob jemand Deutsches hier ist. Hat keiner geantwortet. Dann werde ich es jetzt anders machen. Na, mal sehen, ob es klappt. Wir werden jetzt, und da ist die Scheune. Wir werden jetzt die Zelte da abreißen. Hab ich den blöden Schlüssel noch bei mir, der nicht mehr geht? Ja, den schmeiße ich mal raus, sonst komme ich durcheinander. Der war ja für den Jeep gewesen, ne? Eindeutig. Hier liegt er. Genau 100 Meter. Falls ich ihn doch nochmal brauche. Ich werde jetzt die Lockbox erstmal mir die Schlüssel rausholen. Dann werde ich den... nein, wir werden das so zusammenräumen. Dann fahre ich zur... zur Dings. So, Lockbox aufschließen. War hier rot. 03. So. Jetzt holen wir uns erstmal nur die Schlüssel raus. Das ist einmal der. Und einmal der. Oh, alles andere. Ja, das könnte ich noch mitnehmen. Alles andere müssen wir später rüber schaffen. So, dann werde ich jetzt... ja, da könnte ich noch trinken. Kann ich das jetzt so aufnehmen? Die haue ich mir mal rein, weil mein Trinken gleich alle ist. Das Essen auch noch. So. Frisch am Start. Und ich brauche jetzt hier auch nichts abschließen. Das wäre Blödsinn. So, gucke ich mal erst, was ich hier noch... Ural aufschließen. So, was ich hier noch reinpacken kann. Dann ist für irgendjemanden, so wir haben hier noch, warte mal, 42, aber ich glaube wir haben hier noch genug Waffenplätze, ne? 41, kommen die Waffen hier rein. Können wir eigentlich alles da reinballern. So. Ich würde auch sagen, dass wir, oh, hier hat einer die Reifen kaputt gemacht. Guckt euch das mal an. Ja, das ist nicht nett. Alle vier Reifen. Und vom LKW vielleicht auch noch. Sehe ich jetzt nicht ganz. Das ist natürlich Desi. Aber wir haben ja Reifen dabei. Wir könnten das reparieren. Das wäre kein Problem. So, SUV.
aufschließen. Hatten wir hier eventuell Reifen drinne? Hatten wir hier Reifen? Nein, sieht nicht so aus. Ich lasse den mal aufgeschlossen. Die Schlüssel packe ich später rein erst. Ich packe aber mal hier das Messer rein, die Axt. Das alles. Das. So, jetzt haben wir hier bloß noch zwei Plätze. Da könnten wir DMR noch reinpacken. Das Bloodpack. Und die beiden. Ein Waffenplatz ist ja noch, ne? Okay, dann kommt die da auch rein. Und die ganze Munition. Und ich kann ja hier auch... Und das Fernglas kann auch rein. So, bei den Schlüssel, die packe ich ganz zum Schluss rein. Das Backpack brauche ich ja noch. Ich Dummerchen. Ich muss doch die Lockbox noch holen. Das muss ganz zum Schluss rein. Außerdem muss ich ja noch ein paar Reifen. Da brauche ich die Werkzeugkiste auch noch. Ich glaube, Messer brauche ich dafür nicht. Nee. Messer brauche ich dafür nicht. So, dann gucke ich mal hier. Jetzt zeige ich da mir den... Jetzt bin ich beim Ural. Wir hatten doch Reifen gesammelt, ne? Eigentlich. Hier zwei. Zwei dürften aber nicht ausreichen. Haben wir dann vier insgesamt, müsste ich haben. Hier haben wir erstmal zwei. Machen wir die erstmal. Hier reparieren. So, machen wir erstmal. Ich hoffe, ich habe zwei noch drinne. Ansonsten, ich will den ja sowieso anhängen. Oh, der rutscht drüber. Bleib stehen, mein Freund. Reparieren. Ja, machen wir gleich den nächsten hier. Ich glaube, der tut dann wieder zurückschlagen. So, jetzt gucke ich erstmal, was noch in der Lockbox ist. Dann baue ich die Lockbox ab. Hier haben wir auch keine Räder drin. Ich hoffe mal, ich kann den so abschließen. So abschleppen. Da schießt einer. Das war's schon. Jetzt können wir die Lockbox wird gepackt. Bewege dich in den nächsten 5 Sekunden um. Achso. Nicht bewegen. So. Die hätten wir dann auch. Jetzt gucke ich mal, ob ich den SUV ranhängen kann. An dem LKW. Down. Nee, kann ich nicht. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, dann muss ich den abschließen. Okay, steigen wir hier erstmal so ein. Fahrerseite.
so ein Zaun kann mir ja nichts aufhalten. So, dann können wir erstmal die Lockbox. Kann ich die hier noch reinpacken? Ja, auf jeden Fall. Und das ganze Zeug hier auch. Oh, da passt ja noch viel mehr rein. Ist nur schade jetzt wegen dem SUV. So, den schließe ich mal ab. Einfach keine. Der hat zwar Down hier stehen, aber der LKW nicht. Okay. Packen wir das alles noch in den LKW rein. Ist da jetzt irgendwas verloren gegangen? Ach, hier zweimal. Moment. Nehmen wir die mal lieber mit. So, was ist jetzt der Schlüssel, wenn ich jetzt wüsste? Moment, ich schließe nochmal ab. Aufschließen. Das ist der blaue. Okay. Der blaue. Der hier. Ach, da liegt ja noch so viel Zeug drin. Der blaue bleibt drin. Ja, das können wir auch drin lassen. So. Ist der jetzt offen? Ja, der ist offen. Wenn ihn jemand findet, ich könnte auch auf der Karte jetzt kennzeichnen. Wie macht man das jetzt nochmal? Wie macht man das? So nicht. Wie tut man da so ein Kreuz machen? Ah ja, jetzt zweimal. Kann ich da auch was hinschreiben? Es okay. Ja, und wie, SUV Camo. Kann jeder lesen. Dann viel Spaß. Holt euch den. Aufschließen. Den hatte ich abgeschlossen. Na, hier sind zwar auch die Räder schon ein bisschen. Ja, mit dem fahren wir jetzt zu Safe Zone. Wenn einer Interesse hat an den SUV Camo, kann er sich den da gerne holen. Muss er halt zwei Räder noch mitnehmen, zwei Reifen. Und ich würde mir wünschen, dass es derjenige ist, der zu den SUV Camo jetzt hingeht, der die vier Reifen zerschossen hatte.
Das würde ich mir wünschen. So, mit dem fahren wir jetzt. Noch nicht so schnell. Schlüssel rein. Streichhölzer rein. Die Box rein. Oh. Das kommt alles noch rein. So, plus der Rucksack, der kommt auch rein. So, jetzt bin ich, habe ich absolut nichts mehr. Hatte ich denn die, na, ich habe nichts mehr, ne. Den fahre ich jetzt nämlich in die Safe Zone, stell den da hin und lass ihn da stehen. Und derjenige, der ihn als erstes findet, ja, der freut sich dann halt. Ja, und dann haben wir das Zeug wenigstens, dann vergammelt das nicht, oder... Ich meine, gut, nach 14 Tagen, glaube ich, würde die Autos sowieso auf sein. Aber ist egal. Oh. Nein. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon. So, den fahre ich am besten hinten auf den Platz. Kann ja hier nicht schneller fahren. Am besten hier so. Der hat aber auch Probleme mit dem Einrad, ne? Oh ja. Das müsste auch erneuert werden. Hallo? Hallo?
Das Blöde ist, dass in DayZ alle so misstrauisch sind, ne? Hallo? Na, ich weiß jetzt auch nicht, ich kann eben kein Englisch. Hier, Ural. Walter. Hieß doch Walter, oder? Walters. Naja, so ähnlich. Ich weiß zwar, was Danke heißt, aber ich weiß jetzt nicht, was Bitte heißt. Bitteschön oder so. Tja. Dann kann ich nur eins machen. Den hier stehen lassen. Und abhauen. Ich hätte gern gesehen, dass ihn einer nimmt. Ah, jetzt kommt noch mal diese Scheiße hier. Da hat es mich weggebröselt ein letztes Mal. Mann, ich wollte jetzt gern noch sehen, wie einer den Ural nimmt und sich voll den, ne, freut. Jetzt steh auf. Meine Fresse. Der ist jetzt abgehauen, ne? Der Walters. Oder? Walto. Come on. Come on. Walters, come on. Please. Please heißt bitte. Please, come on. Was waren eigentlich? Ach nee, das war es nicht. Ah, ich lasse das lieber mit den F-Tasten. Boah, ich kann mich nicht mehr bewegen. Was denn jetzt? Irgendwas falsch gemacht? Oh nee. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Gar nichts mehr. Ah, jetzt kann ich wieder. Uiuiui, ich dachte schon. Ja, die F-Tasten, das ist schlimm. Walters, come on, please. Walters, come on, please.
Der. Die sind so misstrauisch hier. Jetzt mache ich den Part schon extra so lang. Come on, please. Walters, Ural, please. Come on. Ach, ist mir jetzt zu blöde, Leute. Ich mache hier einen Schnitt. Das war's hier mit dem Surfer. Ich stelle mich hier auch noch. Kann man hier hochklettern? Die Steine hier rauf. So. Ich stelle mich hier hin. Zu diesen Statuen. Und beobachte das mal für mich noch ein bisschen. Mal sehen, ob sich einer traut. Und wir sehen uns dann im nächsten Part auf den neuen Surfer wieder. Okay, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dizzy Epoch Generous. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.